Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 163. Ja, wisst ihr, worauf ich jetzt so richtig Bock habe nach dieser tollen Erinnerungssequenz? Auf ein Eis. Nein, auf einen Kampfschrein. Genau, denn der liegt mir noch schwer im Magen. Der ist nämlich hier außerhalb, hier ganz unten, genau. Weit im Osten. Und alles, was im Osten ist, ist ja meistens rau und hart. Naja, gucken wir mal, ob dem da wirklich so ist. Aber ja, ich denke mal schon, weil das, soweit ich mich erinnern kann, war das ein Kampfprobe hart oder so Schrein. Ne? Das war nicht ohne. Also, so ziemlich das Schwerste, was es hier gibt. Also vielleicht gibt es auch noch schwierigere, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen, das war noch ein bisschen so entlegen, ne? Auf so einer Insel. Genau, ja. Kann ich mich noch richtig dran erinnern. Wow. Hier sind auch ganz andere klimatische Verhältnisse. Na, das heißt, wir können uns auch richtig gut ausrüsten, nicht wahr? Wozu haben wir denn die ganze Rüstung? Ja, volle Montur. Und das ist die Rüstung, die ich am weitesten, seht ihr ja selber, noch aufgewertet habe bislang. So. Ach so. Könnte auch Sinn machen. Das ist ja ein antiker Gegner eigentlich, aber ich glaube, das bezieht sich eher auf die Wächter. Ja. Gut, okay. Boah, würde ich mal sagen. Rein da. Okay, das können wir überspringen. Schild habe ich, glaube ich, auch ausgerüstet. Da kann man den Laser noch so ein bisschen ausweichen. Ne? Das habe ich mir am Anfang nochmal angeguckt, in meinen ersten Videos, so, ne? Wo einem so ein bisschen die Steuerung vermittelt wurde. Kraftprobe, schwierig, genau. Shazu Keta Schrein ist das. Das ist einfach nur eine Kraftprobe, ne? Da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Ah ja, mal Säulen. Da können wir auch ausweichen. Ich glaube, das Masterschwert war auch wieder aufgerüstet. Ja, der hat drei Waffen. Drei Nahkampfwaffen. Ja. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt bin ich hier total aus dem Konzept gekommen. Oh, er war kurz gestunt. Ja, ich habe das Masterschwert. Gut. Oh, oh. Schnell hin. Oh, ihr seht, selbst mit dem Masterschwert hält ja so einiges aus. Okay, na, die Schüsse sind noch nicht so schlimm. Okay, machen wir die Säule. Oh. Ha, macht kaum Schaden. Geil. Wird man direkt übermütig. Aber ich habe hier nicht Mifas Gebet, ne? Das muss ich mir immer wieder vergegenwärtigen. Das heißt, wenn wir sterben, dann sind wir hier tot. Aber außer ich nehme Nahrung zu mir. Die kann man natürlich überall verwenden, auch in Schreien. Na, das Masterschwert geht gleich zur Neige. Okay. Sollte ich denn doch eine andere Waffe erstmal auswählen? Ja, es leuchtet schon. Oh, die ist ein bisschen. Ne, die sind beide ein bisschen stärker, die Waffen. Nehme ich die Eiswaffe? Nee, die ist mir zu schade. Welche Waffe können wir denn? Ja, nehmen wir das Königsschwert, ne? Genau. Jetzt habe ich die Qual der Wahl, ja? Luxusprobleme. Oh, das ist eigentlich auch ziemlich flott. Sieht immer so groß aus. Ich dachte, das wäre der Zweihänder, aber es ist ja nicht. Ja, ein paar Säulen haben wir ja noch. Wie leicht das jetzt anmutet, ja? Also mit der relativ starken Rüstung. Ja, ich bin jetzt schon langsam im Endgame-Modus, ja? Aber gut, ich sollte jetzt nicht
Ach ja, jetzt kommt der Mumpitz wieder. So, muss ich warten oder kann ich ihn unterbrechen? Ich kann ihn unterbrechen. Ah, bis er in die letzte Phase kommt. Gut, kann ich ihn kurz von mir wegdrängen. Kann ich schon Feuerpfeile haben, ne? Okay. Weg. Zum Glück braucht der immer relativ lang. Ja, normalerweise wäre ich nach einem Schlag tot, hätte ich nicht die Rüstung, ne? Also. Ich weiß jetzt nicht, wie das Video hieß, als ich auf ihn zum ersten Mal getroffen bin. Aber ja. Das könnt ihr euch sicher sein. Ich brauchte nur einen Schlag, oder er brauchte nur einen Schlag. Ups. Okay, geht. Oh, nee, das war nicht gut. Blöde Aktion. Vielleicht kann ich ihn doch nicht unterbrechen, oder? Ich habe ihn einfach nicht getroffen. Kann natürlich auch sein. Oh, das könnte ich schwer zerbrochen. Na, wir haben ja noch das Masterschwert. So, was nehmen wir denn jetzt für eine Waffe? Noch eine schnelle. Oh. Immer eine Westerwaffe. Wächterwaffe. Die Westerwaffe. Von Herrn Westerwelle. Ich hab mir ja gleich. Sehr geil. Ja, dann wird's auch deutlich leichter, ne, mit den richtigen Waffen und allem drum und dran. Das ist ja nur noch ein Witz. Gut, dass wir jetzt auch ein paar Waffenslots frei haben, ne? Können wir die alle aufnehmen? Nein, was? Die ist wieder voll. Hä? Ich hab da so viele Waffen jetzt, naja, eine habe ich eingebüßt, ne? Viel Waffen ist jetzt übertrieben. Wow, das sind richtig gute Waffen, glaube ich, was die immer haben. Oh ja, 40, na, obwohl 40. Für so ein Riesenschwert, ne? Das ist auch nicht so doll. Ach, das, ja, der Königs-Zweihänder war diese Zweihandwaffe, ja. Steht ja auch in der Bezeichnung mit drin, ne? Im Titel, ja, naja, gut. Okay, das war, glaube ich, eine 60er sogar, was er da hat. Ich glaube, dann schmeiße ich die erstmal weg. Ich mir erstmal die. Nein, das ist ja. Stimmt, das ist ein Bumerang. geil. Irgendwo ist es ja cool, ne? Ne, jetzt ist er doch woanders hingeflogen. Gut. Ah, Lanzen sind immer cool. Aber die macht halt wenig Schaden, ne? So. Ich glaube, das Schwert hatte ich ausgewählt. Dann kann ich das auch mal wegballern. Jo, das ist eine 60er Waffe. Ja. Ich glaube, die Waffen behalte ich jetzt so bei. Ist okay. Der hat nicht mal alle Säulen zertrümmern können. Krass. Gute Arbeit, würde ich mal sagen. Naja, so ist das halt, ne? Wenn man dann ein bisschen stärker ist. Dann. Und ich habe ja nicht mal diese Bullet Time genutzt. Ne? Also das musste ich nicht mal. Kletterhandschuhe. Hä? Sieht aber eher aus wie ein Torso. Hm. Ohne abzurutschen. Geil. Okay, also gibt es von allem wirklich ein komplettes Set. Jetzt fehlen mir nur noch die Beine quasi. Das ist ja geil. Okay. Ob es von diesen antiken Lorbeeren denn auch noch zusätzlich was gibt? Das könnte auch sein. Ne? Weiß ich nicht. Aber, ja, ich glaube fast, das ist ein Unikat. Also davon gibt es nicht noch so ein Set oder so. Glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl ja alles möglich ist hier in dem Spiel, ne? Davon mal ganz abgesehen. Ich guck mal, was die Zeit sagt. Ja, Kraftprobe schwierig war sogar ein First Try, Leute. Was soll ich sagen, ne? Also, ja, habe ich doch damals recht gehabt. Das ist noch nicht mal 10 Minuten. Da können wir noch was machen, Leute. Auf jeden Fall. Ach ja, die Kokosnüsse hier, nein. Hier liegt sogar ein Fächer rum. Na, hier sind wir, glaube ich, nur mittels eines Floßes hergekommen. Genau, und da steht ja auch eins. Anders kommt man hier gar nicht hin. Ich glaube, dann ist hier schon das Ende der Welt erreicht. Palmfrucht, genau, daraus kann man, glaube ich, auch irgendwas herstellen. Mehr waren da nicht, ne?
Nö. Moment, da war ich auch schon, ja? Ach, das war ja die Insel da, genau. Diese ganz entlegene Insel. Oh, was ist das da? Waren wir da auch schon? Ich glaube, auch da war ich schon, Leute. Oh, das ist aber weit weg. Da sah das jetzt nur so weit aus. Kann auch sein, ne? Vielleicht sollte ich mal dahin fahren, ne? Vielleicht können wir das mit dem Floß. Ah, jetzt habe ich keinen. Ah, jetzt habe ich keine Waffe mehr weiter. Kein Waffenslot frei. Da muss ich mich doch von Land aus dem Ganzen nähern. Ah, nur den Hateno-Turm, ne? Ist einer der ersten Türme, die ich freigeschaltet habe. Kann natürlich sein. Ne? Na, würde schon reichen, wenn da irgendwie so ein Schrein wäre oder sowas, ne, in der neuen Gegend. Oder vielleicht sehen wir sogar einen Turm von weitem. Also, dass wir da einfach nur hingehen müssen, weil ich möchte zuerst freischalten, ne, das Gebiet, ehrlich gesagt. Weil dann weiß ich so ungefähr, zumindest was mich da erwartet, ob das eher ein gebirgiges Land ist oder nicht. Genau, super, da sieht man immer die Strahlen, ne, von den ganzen Titanen, die wir bislang besiegt haben. Ich sehe nur zwei Strahlen. Da ist der dritte, okay. Oh, da ist auch ein Schrein, sehe ich gerade. Ist es ein Schrein? Könnte sein. Jetzt komme ich da hoch, jetzt habe ich ja das Klettergewand hier im Vollausbau und da ist auch der Turm, von dem ich gesprochen habe. Von dem ich noch nicht. Oh, da auch, da ist auch noch was. Wow, wie geil ist das denn, Leute? Jetzt sehen wir die ganzen Schreine von hier aus. Also es ist irgendwie, ja, so im Mittelpunkt hier. Na, da ist Hateno, denke ich mal. Samt dem Hateno-Institut. Ja, wo gehen wir jetzt zunächst hin? Ja, da ist noch ein Turm, in weiter Ferne. Ich würde mal sagen, das versuche ich mal, ne, da hinzukommen. Juhu, genau, hier sind die Zwillingsberge, ja. Das war also ziemlich das Anfangsgebiet. Oh, es geht rasant wieder mal nach unten. Ach, sieht das schön aus hier. Mal sehen, wie lange das Master Schwert braucht, um sich aufzuladen. Ich würde mal kurz ein Schlückchen nehmen. Oh, da sind wir gegen, ne? Ah. Irgendwo muss ja hier noch eine weitere Erinnerung auf uns warten. Aber hier definitiv nicht. Einfach nur Gegner. Obwohl, die haben eine schöne Kiste. Vielleicht sind da Pfeile drin. Ich wollte die gerade im Schlaf überraschen, aber. Oh, das sind. So ein weißer Gegner, den kenne ich noch gar nicht. Und welche Waffe? Ich habe die Wächter-Axt plus 60 ausgerüstet und ihr seht, was der aushält. Okay, also es gibt doch noch stärkere Gegner. Das setzt sich quasi immer so weiter fort. Na, dafür haben wir jetzt Grill mitbekommen. Das ist natürlich enorm. Na, Bienen. Jetzt machen hier noch Bienen mit. Komm, raus hier. Raus aus dem Mist. Na, zum Glück habe ich jetzt Mifas Gebet wieder. Ich sollte mich erstmal um die Schwächeren kümmern, ne? Wow. Na, der hat einen ordentlichen Schlag drauf. Krasseren Punch als der Wächter da. Naja, Wächter war es ja nicht. Okay. Oh. Der rotiert hier so ein bisschen. Irgendwas sagt mir, ich sollte lieber eine Lanze nehmen. Wahrscheinlich meine innere Stimme. Wow. Ja, ich brauche nie was Gebet hier. Aber ist mir auch ganz recht. Davon ab. Jetzt brennt er auch noch, geil. Alter, die sind stark hier. Alter Falter, alter Schwede. Gut, die Kiste haben wir. Krass. Heftig, ey. Also die Weißen sind hier erstmal vorerst die schwersten Gegner. Gut. Na, abgesehen mal von den anderen Biestern, ne? Die sind, ja, fragt mich nicht mehr, wie die heißen. Ah ja, wir haben alles voll. Okay, gucken wir erstmal. Was da in der Kiste ist, naja, nicht, dass da irgendwas ist, was vielleicht nur für den Anfang relevant ist. Und für unseren relativ starken Charakter jetzt nicht mehr. Na, obwohl, das ist immer noch relevant. Feuerpfeile, die haben wir ja gerade im Schrein so ein bisschen verbraucht, ne? Eieiei, das ist heftig. Das ist echt heftig gewesen. Das sind lauter Glühwürmchen. Na, das sieht doch interessant hier aus.
Warum die Waffen nicht weiter? Könnte hier die andere Erinnerung sein? Ja, eigentlich ja. Aber wie gesagt, hier könnte ja jeder Ort so aussehen. Irgendwo im Wald halt. Reimt sich. Wald halt. Sollte unter die Dichter gehen. Ah, oh, da ist wieder so ein Krog. Also hier waren wir anscheinend noch nicht. Kann auch sein, dass ich damals den Gegnern hier aus dem Weg gegangen bin, weil die mir zu stark erschienen. Tja, vielleicht ist das doch was Besonderes hier. Oh, Blobs. Oh, meine zwei Hände. Ich hab euch. Ah, ich möchte mich einmal töten lassen, damit sich Mifas Gebet wieder aufladen kann. Ne, runter möchte ich nicht. Was muss man denn hier machen? Ah, hier ist irgendwas. Hier fliegt wieder was durch die Gegend, aber ich habe keine Pfeile. Oder auch nicht. Kann man hier nichts machen an der Stelle? Da hinten, ne? Fliegt da was? Da fliegt was. Eicheln fliegen da durch die Gegend. Jetzt nicht mehr, oder? Oder ich sehe es einfach nicht mehr. Okay. Das ist ein Rätsel. Würde ich mal sagen. Ein Krog-Rätsel. jetzt fliegen sie wieder. Soll ich die Eicheln treffen, oder was? Wollte mich doch veräppeln. Nö, jetzt sind hier keine mehr. Was muss ich denn da machen? Die Eicheln abballern. Wahrscheinlich. Oh, war weiter oben. Denke ich mal, aber ich habe zu wenig Pfeile. Leider. Die sind relativ weit weg, die Dinger. Wie soll man denn die treffen? Was haben wir denn noch? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Eispfeile haben wir noch. Wieso nicht? Hab ich den getroffen? Ja, ist vorbeigegangen. Ha! Das war's. Okay. Muss man erstmal sehen hier, ja, in dem Wald. Krass. Okay. Haben wir. Zum Glück haben wir nur zwei Pfeile verbraucht. Okay, jetzt warte ich mal auf irgendwas, was mich hier killt. Oder killen kann. Eieiei. Ah, da ist ja schon was. Na, wie schön. Na, mach. Kill mich. Oh, das wir sind weißer. Scheiße, ey. Und kill mich doch mal. Bist du schwach. Na komm. Super, okay. Weil jetzt kann es sich wieder aufladen. Das ist hier meine Intention gewesen an der Stelle. So, aber hier ist keine Erinnerung. Aber gut, wenn hier so viele Gegner sind, vielleicht wartet die noch irgendwo auf uns. Boah, müssen das gerade die sein? Ein ganz schwacher und ein mega starker. Hehe, ganz toll. Komm mal hoch hier. Na gut, wir brauchen nicht alle Äpfel, aber ein paar auf jeden Fall. Springen wir mal. Sehr gut. Hier ist noch einer. Gut, das reicht mir. Die von unten pflücke. Ja, hier waren auch, ne? Also auf dem Bild mit der Erinnerung waren da auch irgendwo Apfelbäume. Im Hintergrund so. Also hier irgendwo muss die sein. Hoffe ich mal. Wäre geil. Das wäre echt cool. Durch Zufall einfach mal die nächste Erinnerung gefunden. Nee, nee, aber es sieht nicht so aus. Oh, der hält hier nicht ganz so viel aus, aber ist auch ein sehr starkes Schwert davon, ne? Der andere hat ja bereits das Zeitliche gesegnet.
macht er wieder seine Schleuderattacke. Wow. Ja, zum Glück macht er nicht allzu viel Schaden. Hm. Ich glaube, ich muss ihn erstmal irgendwie anvisieren. Oh. Genau im richtigen Moment des Angriffs, um einen perfekten Block zu. Okay. Ah. Das ist cool. Diese Fähigkeiten. Ja, aber gut, man darf nicht vergessen, ne? Das ist ein sehr starkes Schwert. Oh, die haben sehr viel... Oh, okay, die haben dafür auch bessere Edelsteine und so dabei. Leider kein Diamant. Wir brauchen ja 10 Diamanten für die Händlerin, ne? Also mal gucken, wie spät es ist. Zeit verfliegt hier. Oder beziehungsweise wie viel ich schon aufgenommen habe. Ist okay, 21 ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Ah, der ist auch so ein bisschen immer verdeckt, der Schreiende, ne? Also, ja, deswegen sieht man den nicht. Also zumindest nicht immer. Das verstehe ich. So, da ist auch noch ein Wald. Aber da war ich definitiv schon. Also, ja. Das ist sicher wie das Abend der Kirche und da auch in dem Stall auf jeden Fall. Auch das reimt sich. Aber gut, vielleicht sollte ich mich hier trotzdem nochmal umsehen. Dass ich hier doch irgendwas übersehen habe. Oh, was ist das für ein cooles Wesen? Ach, sieht das schön aus hier. Das erinnert mich an den Sommer. Ach, ist wieder so ein... Ah, wieder was mit Schießen. Eine Schießübung machen wir. Ja. Die Eisfelder noch dabei. Drei auch noch, ey. Ach, scheiße. So, hier kommen sie irgendwann vorbei. Alles klar. Oh, bisschen zu hoch. Ja, das ist immer schwieriger hier zu zielen. Vor allen Dingen zu treffen, ne? Super, einen haben wir. Okay. Super. Ging doch. War doch okay. Oder ich werde langsam besser. Das kann auch sein. Je öfter ich diese Schießübung mache. Ah, okay. Tschüssi. Supi, kannst du mir sagen, wo ihr eine Erinnerung auf mich wartet? Eine weitere? Ja, bestimmt nicht. Die hätte ich definitiv nicht übersehen. Guck, da war ein Sportexer. Es dauert echt ewig, bis sich Mifas Gebet auflädt. Langsam ist doch das Masterschwert wieder kommen. Und es ist schon, ja, ist ja schon wieder, ist ja schon längst wieder aufgeladen. Mensch, es geht echt rucki zucki hier. Moment. Ah, ein Ausdauerling. Moment, den nehme ich zuerst. Danach das Nest, was mich hier bestimmt erwartet, ne? Oder was ich gesehen habe? Nein. Habe ich mir eingebildet, was ich mir eingebildet habe. Nee, also hier stehen die Bäume nicht eng genug beieinander, würde ich mal sagen. Es ist hier alles ein bisschen zu lose. Oder sind wir Pferde? Okay. Gehe ich da hoch? Ich meine, jetzt haben wir ja die Kletterausrüstung. Also schaffen würden wir das auf jeden Fall. Oder, guckt mal, da ist noch ein Schreien jetzt. Ja, jetzt meldet sich endlich der Schreiendetektor zu Wort, wollte ich schon sagen. Schwimmt doch nicht weg. Ich wollte dich einsammeln. Nee, nehmen. Den hat es direkt nach draußen getrieben. Das ist ja geil. Der Hyrule Barsch, das sind wir, glaube ich, die ersten Fische gewesen, auf die wir hier getroffen sind. Kleiner Bruder Brücke. Ah, ist ja so ein Zickenbock. Und eine Knutschkugel. Ganz prima. Aber ne, hier wartet keine Erinnerung. Ja gut, da muss ich doch wieder auf Kengis warten. Dass der mal wieder auftaucht. Ups. Au. Du.
wo wir hier die Rüstung haben, wollte ich schon sagen. Die Klettermontur. Oh, jetzt haben wir. Okay. Oh. Kletterhandschuhe. Warum auch immer das Kletterhandschuhe heißt, okay. Sehr eine Kletterweste. Gut, mitsamt der Handschuhe vielleicht, das kann sein, aber ja. So, und das Tuch. Das halten wir natürlich nicht so viel aus, aber er kann besser klettern. Unser Held. Hehe. Vom Erdbeerfeld. Nein! Das Vieh verfolgt uns. Ah, ich werde immer springen, wenn er. Ich höre, dass er wirft. Naja, jetzt trifft er uns eh nicht mehr. Ist zu flach der Winkel, ne? Na. Naja. Super. Jojo, mach mal. Die werden auch mal stärker, ne? Je mehr wir von denen besiegen. Muss nicht sein. Da waren wir schon überall. Richtig cool. Hammermäßig, dieses Spiel, Leute. Vielleicht ist das auch nur ein Kampfschrei, ne? Dann mache ich den auch mal in 0, nichts hier im Anschluss daran. Seltsam, dass er jetzt ausgegangen ist, der Schreiendetektor. Was ist da oben? Das mutet ja seltsam an. Okay. Vögel haben wir hier auch. Da ist noch ein Wald. Ja, den gucke ich mir danach auf jeden Fall an, weil die müssen ja eh in die Richtung. Zu einem weiteren Türmchen. Na, jetzt. Na gut, das haben wir einfach lange, relativ lange gebraucht. Sodass sich Mifas Gebet schon fast ein Drittel aufgeladen hat. Sehr gut. Können wir hier irgendwo wenigstens stehen? Ich meine, selbst Link hat nicht unbegrenzte Ausdauer. Selbst in seinem. Aber man ist wirklich fühlbar schneller jetzt, ja. Ah, da gibt es bestimmt noch irgendwie Beinlinge dazu oder so, ne? Boah, jetzt kann ich hier die höchsten Berge erklimmen, ne? In ganz Hyrule. Das ist natürlich Hammer. Ja, da, den Wald, der sieht verdächtig aus. Den werde ich mir auf jeden Fall näher ansehen. Vielleicht finden wir ja da schon die Erinnerung, ne? Ohne Kengis Hilfe. Wäre natürlich cool. Also einige haben wir ja auch gefunden, ne? Also, naja, was heißt einige? Ein paar ohne Kengis Hilfe. Habe eher durch Zufall mitbekommen, dass man von ihm Hinweise bekommt. So, ja. Wir wissen, dass hier ein Schrein ist. Sehr schön. Formidabel. Da waren wir auch, ne? Direkt im Berg sogar. Hammer. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir da hinkommen. Oh, da sind Steine. Da oben ist der Schrein und da ist einer. Ui. Ob wir das schaffen? Das ist hier ein bisschen sehr steil, obwohl. Naja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Was ist denn hier höher? Mal, wenn wir uns von hier aus runterstürzen, wenn es denn klappt, ist vielleicht nicht steil genug an der Stelle. Das müsste gehen. Oh Gott. Ich muss erstmal zu dem Vorsprung gelangen. Ah, ohne Kletterausrüstung wäre es hier. Oh nein, oh nein. Wolken ziehen auf. Das ist ein verdammt schlechtes Zeichen. Denn es steht für Regen, ne? Na, wenigstens da bis zu dem Vorsprung will ich es schaffen. So dass ich Link erstmal erholen kann. Eieiei. Spannende Kletterpartie hier. Nein, es wird zu kalt. Gleich fängt er an zu frieren, oder? Friert er jetzt schon? Ja, er friert schon. Oh, oh, das heißt, ich verliere kontinuierlich Herzen. Hat er denn von dem Winterwams eine Hose? Hier waren das bestimmt, ne? Ja, hier. Die ziehen wir an. Super, die reicht schon aus, ne? Ein Teil equipped und dann friert er schon nicht mehr. Er kann doch nicht stehen. Ich hoffe mal hier. Ja, geil. Wow, die Aussicht hier.
Ah, das ist irgendwie so ein Tropenland, ne? Na, die haben wir noch nicht freigeschaltet oder den Turm dazu. Aber wie gesagt, ich wollte mir erstmal. Ah, das sieht aus wie so ein Tor, ne? Die beiden Bäume auch. Das können wir uns noch ansehen, Leute. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Folge. Das hätte ich nicht mehr schaffen, das hier reinzupacken. Hey, der war doch hier oben, der Schrein, oder? Ja. Wollte das sagen. Oh, und noch ein. Krog? Keine Ahnung. Schiebe Niro Schrein haben wir geschafft, würde ich mal sagen. Und ja, gut, die Folge wird zu lang. Ich muss leider Schluss machen an der Stelle. Also dann, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen gen Norden da. Ich wünsche euch was, Leute.